Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Tutorial von Crystals Back. Ja, heute geht es wieder um das Thema Design. Und zwar, wie ihr vielleicht bei mir gesehen habt, habe ich ein Bild von Mario in meinem Design. Das zeige ich euch schon mal kurz, falls ihr es nicht kennt, obwohl ihr es kennen müsst, weil ihr auf meinem Kanal seid und das Video gerade guckt. Aber naja, hoffentlich, wenn ihr es guckt. Also hier sehen wir ihn, den Mario. Ja, halt Klappe. Den Mario hier, den ich ausgeschnitten habe und dann halt gedreht habe. Und ihr denkt euch bestimmt, ja, der hat doch bestimmt hier so einen beschissenen Rand. Hier, da so einen weißen Rand, den sieht man. Hier. Und ja, ich zeige euch jetzt, wie man den ganz einfach ausschneiden. Also die Mario-Figur, wie ihr ihn seht, ausschneiden könnt. So, dazu geht ihr auf Öffnen mit. Ja, holen wir halt nochmal ein neues. Mist. Ja, Mann, ey. Ist das da nicht drin? So, Gimp. So, öffnen. Oh ja, okay. So, dann öffnet ihr das mit Gimp. Und wartet ein bisschen, bis das alles gestartet ist. So, dann habt ihr halt den Mario hier in Gimp. Wie ihr auch schon seht, seht ihr den weißen Rand. Wie ihr auch schon seht, seht ihr den weißen Rand. Ja, geht hier oben auf Ebene. Oder lasst mich überlegen, Ebene. Ja, Transparenz und Alpha-Kanal hinzufügen. So, da hat sich jetzt erstmal nichts verändert. Und dann geht ihr hier oben auf das Symbol. Das ist so blau, gelb und rot. Und da ist so ein Finger. Das heißt, nach Farbe auswählen, Bildbereich mit ähnlichen Farben auswählen, umschalten und so. Klickt ihr drauf und klickt auf den Rand. So, da seht ihr hier, wie das schon alles so ausgeschnitten wurde. Dann macht ihr Rechtsklick, Bearbeiten und klickt Ausschneiden. So. Dann wundert ihr euch bestimmt hier weiße Flecken, also ausgeschnitten auch auf den Handschuhen. Hier oben bei dem M auch. Die Augen sind auch ein bisschen ausgeschnitten. So, wenn ihr das natürlich im Design nicht haben wollt, ist ja klar, geht ihr auf Speichern unter. Kein JPG, geht ihr auf PNG. Weil dieses Format unterstützt das nicht. Unterstützt diese weißen Flecken sozusagen nicht. So, geht ihr auf PNG. Ja, speichert ihr alles. Sozusagen jetzt, jetzt kann man jetzt auf dem Desktop oder was weiß ich wo speichern. So, dann habt ihr den hier. Und wie ihr schon seht, kein weißer Rand. Der Handschuh und das Mario-Zeichen sind auch komplett. Also da ist auch nichts abgeschnitten. Und wenn ihr jetzt da sagt, ja, das geht jetzt nur mit dem Mario und so, voll verarsche. Ich habe ja nochmal den Elvin von Elvin and the Chipmunks. Der hat auch einen weißen Rand. Und ja, dann macht ihr das gleiche, geht ihr auf Ebene, Transparenz, Alpha-Kanal hinzufügen, auf das Ding da und klickt drauf. So, dann seht ihr hier wieder, dass der ausgeschnitten wurde. Auch im Gesicht, wieder wie bei Mario fast. Ja, Rechtsklick, bearbeiten, ausschneiden. So. Da bei dem nicht mehr so viel weiß ist, wie bei Mario war mit dem Hut und mit dem Handschuh, sieht das jetzt schon ein bisschen anders aus als der Mario. So, dann geht ihr wieder auf PNG. So. Bestätigen, speichern. So, minimiere ich mal und dann habt ihr hier den Elvin. Auch ohne weißen Rand. Nur halt das Zeichen da unten, was da nicht hin soll, ist da noch, aber das kann man dann. Ganz einfach, zoomt ihr ein bisschen so, dann habt ihr das da. Dann geht hier oben auf dieses Ding. Henny. Ich würde das. Also, muss ich das so machen? Ach Mist. Wie mache ich das denn jetzt? Na toll, das ist jetzt ziemlich doof. Krieg ich das denn da unten weg? Ach so, ja, ich weiß es mal so. So. Nee. Mist. Naja, egal. Könnt das ja. Ah, genau, ich hatte eine gute Idee. So. Dann geht hier einfach Rechtsklick. Bearbeiten. Und dann. Einfach ein bisschen, zieh das einfach ein bisschen kleiner. So. Speichern unter. PNG, Desktop, alles okay. Ja, ersetzen.
So. Und schon ist unten dieses hessische Logo weg. Und ihr habt den Elvin. Könnt ihr den neue Design bauen, aber das noch besser ran drauf, was ich nicht verstehe. Dann machen wir den gerade noch weg. Editor Skimp. Gib Start. Ja, komm. Ja, und wenn es gerade startet, ich habe 60 Abonnenten bekommen. Da danke ich euch für. Ja, also ja, schön weiter abonnieren, Videos gucken, Daumen hoch geben und so. So, dann geht ihr wieder auf Ebene. Transparenz. Ah ne, Alpha-Kanal ist schon drin, okay. Schneide ich den nochmal aus. Ich würde gerne nur das Äußere, sieht das irgendwie. Naja, egal. So. Speichern unter. PNG ist schon. Speichern, ersetzen. Was ist das denn? Mach ich das mal rein. So. Und habt ihr den. Ich verstehe es nicht. Nee, warte, der Haken. Der Haken war's. Ich weiß es ganz genau, das war der Haken. Das war der Haken. Tschüss, Haken. Tschüss, Adam. Wenn das jetzt nicht klappt, dann bin ich echt. Hä? Verstehe ich jetzt nicht. Mario hat keinen Rand. Elvin hat einen Rand. Naja, probieren wir es mal mit der anderen. Jetzt bin ich jetzt. Jetzt werde ich aber hier herausgefordert. Eben habe ich schon ein gutes Bild gefunden von Cloud von Final Fantasy. Ja, da. Warte, wo hab ich's gehabt? Wo hab ich's da unten? Das sieht doch geil aus. So, speichern unter. So, Desktop, speichern. So. Den Cloud. Cloud. So, startet GIMP. Wie immer, habt ihr hier den hübschen. Den hübschen Cloud habt ihr hier, der hübsche Cloud. Ebene, Transparenz, Alpha-Kanal hinzufügen. Bäm. Okay, ich glaube, das passt perfekt. So, das sieht doch geil aus. Ich glaube, den baue ich mir auch nochmal ins Design rein. Speichern unter. So, Cloud, super. Speichern, ersetzen. Speichern. Oh. Minimieren. Ah, da habt ihr den Cloud, ey. Oh, der sieht doch geil aus, ey. Okay, der sieht echt geil aus, der Cloud. Das müsst ihr jetzt echt sagen, ey. Dieser gemalte Style, ey. Aber naja. Wir sind jetzt nicht hier, um Bilder zu bewerten. Ja, das Tutorial. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Hoffe, ihr gebt Daumen hoch, empfiehlt mich weiter. Und ja, das war's von mir. Chris ist back und ja, haut rein.